Wegen Diskreditierung der russischen Armee steht der Kreml-Kritiker Jewgeni Roisman derzeit in Jekaterinburg vor Gericht. Als einer der letzten prominenten Vertreter der Opposition sitzt der frühere Bürgermeister der Stadt derzeit nicht im Gefängnis. Alle anderen sind entweder inhaftiert oder im Exil. Roisman hatte im Juli ein Video veröffentlicht, in dem er die russische Offensive in der Ukraine kritisierte. Deshalb drohen ihm mehrere Jahre Gefängnis. Ich verstehe alles. Es gibt die Staatsanwaltschaft und das Gericht und die Verteidiger und mich. Wir sind alle in der gleichen Situation. Jeder versteht, dass es nichts gibt, wofür ich verurteilt werden kann. Deshalb kann man das alles nur aushalten und abwarten. So sei es. Ich mache mir keine Illusionen. Roisman war 5 Jahre lang Bürgermeister von Jekaterinburg im Uralgebirge. Er verurteilt offen Präsident Wladimir Putin und dessen Offensive in der Ukraine. Der Freund des inhaftierten Oppositionsführers Alexei Nawalny erfreut sich in Jekaterinburg nach wie vor großer Beliebtheit.